Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO, genau, zu Captain of Industries. Ja, wir haben letzte Zeit hier viel rumgemacht und aktuell schaut es aus, als ob wir sehr viel Kohle haben. Dass wir gar nicht so viel mehr benötigen. Unsere Kupfermine ist mittlerweile auch relativ groß geworden. Und selbst hier scheinen wir schon an unserem Limit zu arbeiten. Hier oben scheinen wir auch am Limit. Was ist denn hier los? Nichts zu tun hier, oder was? Das System ist auch bummvoll, wie scheint. Nur ein bisschen hier wird noch gearbeitet, aber ansonsten scheinen wir echt gut zu laufen. Nahrung ist halt noch so eine Sache, aber ich glaube, das haben wir gut unter Kontrolle immer wieder. Es muss nur nachgefüllt werden und Gemüse ist aktuell zum Beispiel ein Problem. Gemüse und Kartoffeln. Das sind zwei Sachen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Die Bagger arbeiten sich hier durch. Gut, aber ich will hier zu unserem Lieblingsthema zurück. Hier scheint ja alles ganz in Ordnung zu sein, obwohl der Tank hier langsam leerer wird. Kann es sein? Kann es sein, dass wir langsam aber stetig... Ja. Kann sein. Okay, ja, das ist ja gar kein Problem. Wir kopieren einfach und dann ist alles wieder gut. So, wo ist hier mein Kopiertool? Kopiertool, Kopiertool, kopieren. Ich muss nur schauen, dass ich genau den Punkt erwische. So. Und dann muss ich die Kabel noch verbinden. Nächstes Mal kann ich dann wieder mehr... Wo soll das hingehen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Müsste der Anschluss? Ja. Okay, und dann sollte ich alle Anschlüsse wieder haben. Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber es schaut sehr konfident aus. Ich vermute mal, dass es dann passt. Dann haben wir wieder einen mehr und dann sollte die Produktion wieder besser sein. Stark ausgelastet. Ich muss auf jeden Fall mehr LKWs gleich kaufen. Was sind wir hier echt so? Warum? Essen die so viel? Da muss ich ja schon fast überlegen, ob ich nur auf eine Sache sitze, aber selbst dann sind wir voll ausgelastet. Hier schaut, Gemüse ist schon fast leer. Okay, wir können wahrscheinlich jetzt auf Mais oder Tofu oder sowas setzen noch. Wenn man anschaut, das bringt eh nur 15. Tofu bringt 30. Aus was mache ich Tofu? Lebensmittel her schon. Tofu wird aus Kalkstein und Schwefel gemacht. Oh, das finde ich toll. Oh, das finde ich ja schon wieder super. Und Sojabohnen. Alter, langsam haben wir echt viele Sachen hier. Das ist... Wird langsam ein bisschen unübersichtlich, würde ich mal anmerken. Sauerwasser macht Schwefel und Ammoniak. Abfallsortierer. Genau, das sind die Salinen. So, jetzt lass mich nochmal kurz gucken. Ich bin nicht gerade schon wieder gefordert. So, warte mal. So, wir machen jetzt gerade Gärung. Bedeutet, da kann ich schon wieder hoher Druck mit Ethanol herstellen. Ethanol kann ich wieder aus... Maisbrei und Sauerstoff gewinnen bedeutet, ich könnte den Dampf natürlich herstellen. Da kommt Kohlendioxid raus. Ich glaube, das ist ja nicht gut, ne? Glaube ich. Und ich kann Ethanol verbrennen. Okay. Wo war denn hier jetzt die Glasherstellung? Glas brauche ich. Mischglas. Salz, Kalkstein und Sand. Und was ist das hier unten noch? Säure. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr raus. Und wenn ich dann das Mischglas nehme plus Kohle, mache ich geschmolzenes Glas, Schlack und Abgase. Und daraus kann ich dann Glas herstellen. Aus Glas kann ich dann... Ach, oh, Gottes Willen. Oh. Ach komm, jetzt kommt die Hühnerfarm auch nicht schlecht.
Hühnerfarm kann ich dann gleich daraus Essen machen schon, oder? Bedeutet, da brauche ich dann Hühnerkarkassen, Wasser und Salz daraus mein Fleisch und Abfälle. Aus Abfälle kann ich wieder Kompost herstellen. Okay. Ach, guck mal, es gibt dann Eier. Schöne, leckere Eierchen. Wo geht das hin? Zur Wurstproduktion. Aha. Verpackte Lebensmittel. Alter, das wird... Ich brauche eine größere Insel, Jungs. So. Mir scheint, dass das hier jetzt ganz gut läuft und die Verbindungen auch passen. Dementsprechend werden wir jetzt mal gucken, ob der Tankstand steigt oder sinkt. Und ob wir eine zweite Fabrik brauchen mittlerweile. Einen komplett zweiten Anschluss. Wie schauen die Tanks hier vorne aus? Eigentlich bummvoll, von daher kann der ja gar nicht mehr durchlaufen. Wir können sie eh so groß erhöhen, wie wir wollen. So, aber hier ist ja noch eine Sache offen, die gemacht werden muss. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal angehen. Und zwar muss hier ein Kabel zurückgehen. Bis hierhin. Und dann bringen wir dich hier rüber. So. Und erstmal so hin produzieren. Gut. Dann brauche ich einen Anschluss hier rüber. Gut. Und vielleicht wissen schon einige, was jetzt passiert. Wir nehmen jetzt die Kühltürme hier und bauen hier von zwei Stück auf jeden Fall mal hin. Denn der Sinn ist dann hier drüber, das Wasser wieder zurückzuleiten, das wir verwenden. Oder halt was übrig bleibt in dem Fall, ne? So. Kühltürme fertig produziert. Dann füttern wir das nicht wieder zurück ins System. So. Perfekt, dann sind die Kühltürme angeschlossen und somit der Kreislauf dann geschlossen. Wait, warum steht das? Habe ich irgendwas aus Versehen angeschlossen? Hä? Wo ist der Fehler? Pausieren aus. Schick Dampf durch. Was ist jetzt passiert? Startet die Maschinen. Ich glaube, das reicht einfach nicht. Aber wir kriegen ja eh bald hier den Anschluss dazu. Dann kann ich das ein bisschen umbauen noch. Wir haben noch Gas hier drin. Wie schaut es hier hinten aus? Ah, knapp.
Werden wir vielleicht mal bald eine zweite Gasanlage brauchen, die sich darum kümmert. Die Tanks schauen ehrlich gesagt leider immer noch leerer aus wie davor. Und auch sinkend. Ich produziere gleich nochmal eine. Warum sind ein Großteil der Anschlüsse einfach weg auf einmal? Das verstehe ich nicht. So, die Anschlüsse scheinen zu passen. Ja, dann schaut es wieder gut aus. Dann tun wir noch eine Reihe dazu. Produzieren wir jetzt hier nach und hoffen, dass es dann langsam wieder ausgleichen anfängt. Weil aktuell sinkt die Produktion. Und das ist nicht gut. Gut, dann werden wir jetzt hier dich... dich und dich in Sekunden abreißen. Schnell entfernen. Schnell entfernen. Und dann die Rohrleitung 2 dran. Na scheiße. Wenigstens ein schnell laufen lassen. Dann den schnell entfernen. Liefern. Gut, jetzt kannst du auch wieder arbeiten. Dann sollten die jetzt die Aufgaben kriegen. Und wieder zurückführen, arbeiten. Und dann schalten wir dich wieder aus. Die laufen aber auch nicht auf voller Leistung, ne? Kriegen die genug Dampf? Und anschaust, die da hinten sind voll dabei, die hier vorne nicht mal ansatzweise, die sind echt eher langsam dabei. Wirkungsgrad ist ja auch nicht so hoch. Hier ist der 100%, aber der Wirkungsgrad eigentlich. Warum drehen die sich dann so langsam? Vielleicht weil hier die Hälfte aus... Warum ist jetzt hier aus? Hochdruck benötigt eine Förderstrecke, um Dampf niedrigen Druck abzugeben. What? Das reicht nicht! Das ist jetzt ungut. Wait, Pause. Ich habe echt gedacht, dass zwei von denen locker reichen. Ich hätte echt gedacht, dass die zwei reichen. Wahnsinn. Doch nicht. Scheiße. Kann ich da rein theoretisch noch anschließen? Nicht, ne? Aber dann müssen wir jetzt... So scheiße es auch fürs erste ausschaut, aber... Wir brauchen einfach noch mehr Dampfanlagen. Wasser, Wasser, Wasser. So. Dann schnappen wir uns die Rohrleitung hier. Schließen die hier an. Schicken die nach hier drüben. Nach hier angeschlossen. Schnell liefern.
schnell liefern. Einfach alles auf schnell liefern klicken. Dann sollten wir danach das alles fertig haben. Dann sollte der Dampf hoffentlich gut genug durchkommen. Die nächste Anlage, die anzieht. Dann sollte der Wirkungsgrad der Anlage auch auf jeden Fall höher werden. Können bis zu 5 Megawatt produzieren. Mhm, maximale Kapazität 5 Megawatt, das ist schon Wahnsinn eigentlich. So, ich würde euch ganz gerne kurz ersetzen. Denn ich will die Kohle jetzt hier komplett aus dem Spiel kriegen. Einfach um den Platz für Wassererzeugung zu haben und alles. Kohle weg. Deswegen neue Gaserzeugung. Verbrennung will keiner. Und mit schnell entfernen. Dann kommen hier. Jetzt muss ich die Turbine wiederfinden. Scheiße. Was fällt die? Hier, Heizkessel. So, dann müssen wir die Kohlegebiete ab oder das Kohleteil hier abnehmen. Nein, das war blöd. Cancel. Schnell liefern wieder. Schnell entfernen und schnell entfernen. So. Und so. Ran mit dem Speck. Ran mit der Energie. So, jetzt schaut so aus, dass wir da unten eine gute Menge hier verarbeiten und somit auch gut vorankommen. Schaut aber sehr, sehr schön gerade aus. 2,23 wird gerade benötigt, 2,4, okay. So, abgeschlossener Punkt Gärung. Hühnerfarm ist auch fast fertig. Die Kohle ist komplett überbewertet mittlerweile. Deswegen tun wir jetzt 2 Bagger abziehen und einige der LKWs auch. Und werden dann hier unten anfangen, das wieder umzubauen. Sodass wir das hier nochmal angehen können. Die Energie zu verbessern, die Produktion. So, wo war es denn? Hier, Stützmauer lang. Da werden Stützmauern platziert. T-Vorn-Ecke. Dann können wir nicht hier anfangen. Dann kommt hier unten noch ein Baukontrollturm hin. Und der kümmert sich dann um die Sache. Dann machen wir das echt zur äußersten Farm und dann können wir bis dahin unten absäbeln. Je mehr wir absäbeln, desto mehr Fläche haben wir später im Wasser drin wahrscheinlich. Oder hoffentlich. So wäre auf jeden Fall die Hoffnung.
Wir haben 2 Bagger und ich will 3 LKWs haben einfach. Und dann geben wir mal den Bagger hier im Auftrag. Das hier gerade ebenig einmal durchzubuddeln. So. Na dann. Und unser... Es schaut so aus, entweder haben wir Glück, aber es schaut so aus, als unser Dip jetzt wieder anfängt zu steigen und wir uns langsam wieder anfangen zu erholen. Schaut sehr, sehr gut aus. Die Bagger fangen jetzt an zu produzieren, perfekt. So, und damit können wir diese Folge auf jeden Fall beenden. Hat es gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.